Liebe Genossinnen und Genossen, Susanne hat hier in großer Bescheidenheit eben über Thüringen berichtet. Ich will noch mal am Anfang festhalten, vor 50 oder auch vor 15 Jahren war es in Deutschland völlig undenkbar, dass es links von der SPD einen Ministerpräsidenten gibt. Dass es den gibt, das sollte uns alle mit Stolz erfüllen und diesen Stolz sollten wir auf diesem Parteitag auch immer wieder zeigen und ausstrahlen. Und dass es Bodo Ramelow ist, liebe Genossinnen und Genossen, dass es Bodo Ramelow ist, das symbolisiert auch, ohne den Zusammenschluss von PDS und WASG hätten wir das nicht hinbekommen, denn Bodo war einer der Geburtshelfer dieser Fusion. In Thüringen schreiben wir jetzt eine Erfolgsgeschichte, vieles berichtet worden über das Was, aber auch wie das Kabinett Ramelow das anpackt. Das ist eben wirklich anders als in anderen Landesregierungen. Thüringen hat dann Rückenwind für Hamburg gebracht und in Hamburg haben wir einen Riesenzuwachs erzielt. Ich will besonders eins hervorheben. Bei den bis 34-Jährigen haben wir deutlich zugelegt und bei den 18- bis 24-Jährigen sind wir stärker als die CDU, liebe Genossinnen und Genossen. Auch darauf sollten wir stolz sein, dass wir das geschafft haben. Vor einigen Jahren undenkbar. Und wer H wie Hamburg sagt, der muss dann auch B wie Bremen sagen. 4% Zuwachs in Bremen, auch das ein Riesenzuwachs. Rückenwind für die Wahlen 16 und 17. Wo soll der Rückenwind herkommen? Er ist aus dem Norden hergekommen, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt können wir für 2016 und 2017 Segel setzen. Das sollten wir mit großem Selbstbewusstsein tun. Ich will das Beispiel, was hier heute mehrfach genannt ist, wie wir linke Politik und Visionen mit dem Alltag verbinden, nochmal aufgreifen. Wir haben die weltweite Herausforderung mit ganz konkreter Arbeit verbunden, was die menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen in unserer Mitte betrifft. Die Linke ist die Partei der Flüchtlingshelfer. Ich will ein Beispiel meiner Oberbürgermeisterin, die sitzt hier vorne in der Landesdelegation Mecklenburg-Vorpommern, Angelika Gramko, nennen. Die hat in Mecklenburg-Vorpommern, in Schwerin durchgesetzt, dass es eine dezentrale Unterbringung gibt, was nicht so leicht ist. Die Landesregierung Rot-Schwarz hat dann festgelegt, dass die Erstaufnahme nach Schwerin kommt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber sie hat das angenommen, hat das aufgenommen, hat gesagt, ja, wir machen das, wir wollen das, wir bringen die Flüchtlinge bei uns menschenwürdig um. Das ist eine Haltungsfrage, liebe Genossen. Nicht bei uns jetzt. In Schwerin. Und wie bitte? Es ist eine Haltungsfrage, wie sie, glaube ich, in unserer Partei nicht nur in Schwerin zum Ausdruck kommt. Wir haben, liebe Genossen, ich weiß gar nicht, was ich falsch gesagt habe, wir haben meines Erachtens allen Grund, selbstbewusst in die anstehenden Wahlkämpfe zu gehen. Wir haben tolle politische Erfolge erzielt und wir müssen mit unseren Erfolgen, ist meine feste Überzeugung, selbstbewusster umgehen. Das Beispiel Mindestlohn X mal gesagt, wir waren die Ersten damals. Harald Werner hat damals eine Kampagne geplant und am Ende ist der Mindestlohn in Deutschland gekommen oder Praxisgebühr oder Studiengebühr. Und ich will ein ganz aktuelles Beispiel nennen. Wir haben über Jahre darum gekämpft, dass es eine Entschädigung für sowjetische Kriegsgefangene gibt. Jahrelang ist dort nichts gegangen. Jetzt ist es endlich geschehen. Auch dank des Engagements meines Fraktionsgenossen Jan Korte werden jetzt 10 Millionen endlich für die Entschädigung sowjetischer Kriegsgefangene im Deutschen Bundestag bereitgestellt. Das ist nicht irgendwas. Das ist ein großer Erfolg für uns. Und auch darauf sollten wir stolz sein. Und so wie im Großen gibt es auch die ganz kleinen Erfolge. Auch da will ich einen nennen. Wir haben unlängst mit unserer Genossin Antje Scherschinski das Amt der Bürgermeisterin in Nebra in Sachsen-Anhalt gewonnen. Das hat nämlich galaktische Dimensionen, denn die Himmelsscheibe steht jetzt unter sozialistischer Verwaltung. Und wenn wir schon mal beim Sternegucken sind, in Thüringen, liebe Genossinnen und Genossen, hatten wir 1990 9,7%. Jetzt stellen wir den Ministerpräsidenten. In Bremen hatten wir bei der letzten Wahl 9,4%. Das heißt doch, dass wir in 25 Jahren vielleicht auch in Bremen den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin stellen können. Warum eigentlich nicht, liebe Genossinnen und Genossen? Wir sind erfolgreich, wenn wir zusammenstehen. Unsere Erfolge sind die Erfolge aller Flügel, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist doch der Reichtum unserer Partei. Nichts brauchen wir weniger als Schubkästen. Ich glaube nicht, dass unsere grandiose Bremer Spitzenkandidatin Christina Vogt sich etwa als westdeutsche Radikale etikettieren ließe oder mein Brandenburger Fraktionskollege Norbert Müller als ostdeutscher Pragmatiker treffend charakterisiert ist. Das alles ist nicht der Fall. Unsere Politik braucht ganz viel roten Pfeffer. Und mit Sicherheit ist es so, dass es zum Beispiel Wolfgang Gerke anders würzt als Susanna Karawanski. Und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen jeden und jede. Wahlkämpfe brauchen
Klare Botschaften und wenige Botschaften. Erkennbar sein, authentisch sein und Zuversicht ausstrahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir als Bundestagsfraktion haben jetzt für uns 7 Schwerpunkte festgelegt. Ich will auf einen ganz kurz eingehen. Und zwar, dass wir die Partei sind, die entschieden für die Umverteilung des gesellschaftlichen und des privaten Reichtums eintritt. Diesem Anspruch stellt sich keine andere Partei mehr im Deutschen Bundestag. Die Sozialdemokraten hatten das im Wahlprogramm, nichts ist übrig geblieben davon. Die Grünen sehen das sogar als Ursache für ihre Niederlage an. Wir sind die Einzigen. Das Land wird derzeit verwaltet und nicht, wie im Koalitionsvertrag steht, dass die Zukunft gestaltet wird. Die Große Koalition ist regierungsunfähig, liebe Genossinnen und Genossen. Deren Zukunftsprojekte heißen Maut, Mickey Maut genannt. Mehr haben die nicht. Gute Nacht, Deutschland, wenn wir soweit sind. Deswegen ist Veränderung notwendig. Und für diese Veränderung, liebe Genossinnen und Genossen, da ist genügend Geld da. Die 500 reichsten Familien in Deutschland verfügen über ein Vermögen von 615 Milliarden Euro. Das sind 2 Bundeshaushalte. Oder wenn wir das mal weltweit betrachten, die 85 reichsten Menschen dieser Welt besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit. Das ist doch asozial, liebe Genossinnen und Genossen. Und da muss es doch eine Partei geben, die in großer Deutlichkeit sagt, so nicht weiter. Wir meinen, dass Umverteilung eben auch drin sein muss. Eine große Steuerreform ist notwendig, die kleine und mittlere Einkommen entlastet, aber die bei den Superreichen und Konzernen etwas abholt. Wir müssen deutlich machen, was in unserer Kampagne, was für die Menschen in diesem Land drin ist, aber wir müssen auch deutlich machen, was wir reinpacken. Dieses Land ist nicht das Land einer kleinen Elite, liebe Genossinnen und Genossen, die über Reichtum und Armut entscheidet. Das ist auch unser Land, das ist unser Europa und das lassen wir uns nicht nehmen. Herzlichen Dank.